Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Heute gibt es trotz der sengenden Wüstentemperaturen draußen und mittlerweile leider auch hier drin eine Rezension. Und zwar zu diesem Buch hier, In der Hölle von John Shirley. Ein US-amerikanischer Autor, der, glaube ich, jetzt nicht unbedingt dadurch auffällt, dass er hier besonders bekannt ist. Das Buch ist aber auch aus der Edition Fantasia und die ist dafür bekannt, auch Autoren zu verlegen, die noch, in Anführungszeichen oder in Klammern, noch keiner kennt, aber vielleicht irgendwann mal kennen könnte, sollte, müsste oder wie auch immer. Auf jeden Fall In der Hölle von John Shirley, ein Horrorroman. Ich lese am Anfang den Klappentext. Möchtest du in die Hölle? Nein, aber vielleicht bist du ja schon dort und weißt es nur nicht. H, ein Wesen aus einer höheren Dimension, zwingt Menschen zu irrsinnigen Bluttaten. Wie den Filmproduzenten Younger, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere ausrastet. Oder die Maklerin Jane, die Opfer seltsamer Täuschungen wird. Als H die Kontrolle verliert, streben die Experimente einem so bizarren wie mörderischen Höhepunkt entgegen. Aus der privaten Hölle jedes Einzelnen wird eine kollektive Hölle, aus der es kein Entrinnen gibt. Ja, das ist so ein bisschen kryptisch, aber es ist in der Tat eine gute Beschreibung. Denn H ist einer von diesen, ich nenne es jetzt mal transzendalen, wie auch immer, Wesen, die aus einer anderen Dimension und so weiter kommen und also nicht auf der Erde heimisch sind. Es ist also durchaus Horror mit absolut übernatürlichen Wesen, die aber noch nicht mal irgendwie aus dieser Welt kommen. Die unterhalten sich auch nicht vokal, also über Sprache. Sie sind auch nicht stofflich, sondern sie sprechen über Gedankenübertragung. Neben H gibt es nämlich noch einen zweiten dieser Wesen und die beiden treffen sich durch Zufall auf der Erde. Während der eine eher Tourist ist, ist der andere eher Wissenschaftler und versucht, die Menschen zu ergründen und versucht auch herauszufinden, ob die Erde vielleicht für seine Eternitäten, ach, dieses Wort kriege ich nie, für seine Spezies oder für seine Wesen ein guter Ort ist, um Urlaub zu machen. Das macht er auf eine ganz fürchterliche Art und Weise, wie der Klappentext eben beschrieben hat. Er pflanzt den Menschen sozusagen Halluzinationen ein. Also er kann ohne weiteres Menschen lenken und ihnen irgendwelche Bilder im Kopf vorgaukeln, die gar nicht da sind. Mit einem Fingerschnippen, in einem virtuellen Fingerschnippen vielleicht. Und das führt zu wirklich bizarren Sachen, wie zum Beispiel eben die Geschichte von Younger, von diesem Filmproduzenten, der da Auto unterwegs ist und in diesem fürchterlichen Sündenpfuhl Hollywood irgendwie versucht, einen Fuß auf den Boden zu bekommen und ein wichtiges Meeting hat mit Kameramann und Regisseur und auf diesem Meeting auf einmal völlig ausrastet. Man erlebt das aus seiner Perspektive und was er da macht, scheint für ihn irgendwie völlig plausibel. Das liegt aber daran, dass das, was er da empfindet, nicht Realität ist. Es ist tatsächlich so, dass diese Wesen ihm vorgaukeln, dass er ganz normal in seinem Auto auf diesem Meeting ist. Er trägt in Wirklichkeit aber keine Hose und er hat eine Waffe dabei, was er selber überhaupt nicht mitbekommt. So stark wird er eben manipuliert. Das Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass das fast schon unbeteiligt beschrieben wird. Also man kriegt überhaupt nicht mit, was Younger da gerade erlebt, weil das für ihn in dem Moment alles völlig normal ist und auch nicht besonders emotional. Und diese Waffe, die er plötzlich sich selbst in der Hand halten sieht, man kommt plötzlich völlig raus aus diesem normalen, in Anführungszeichen, Meeting. Und bei Jane ist es genau dasselbe. Sie hört, also diese Maklerin, die hier beschrieben wird, sie hört die Menschen, denen sie gerade ein Haus zeigt, irgendwelche Sachen sagen, die überhaupt nicht sagen. Und diese anderen Menschen, diese Hausbesucher oder Hausinteressenten, wissen natürlich überhaupt nicht, wie ihnen passiert. Aber für Jane ist völlig klar, dass die ihr was Böses wollen. Das ist faszinierend geschrieben. Es ist ein relativ dünnes Büchlein von noch keinen 200 Seiten, ungefähr 150 Seiten sind das hier. Es ist trotzdem eine Geschichte, die sich irgendwie Zeit lässt, weil hauptsächlich geht es um diese beiden Figuren, um Younger, um den Filmproduzenten und um Jane, die Maklerin, und eben um diese beiden sphärischen Wesen, die sich auch wieder auf eine völlig unbeteiligte Art und Weise über diese Experimente unterhalten. Als wäre es überhaupt nichts Schlimmes und auch, dass die Menschen sich da tatsächlich gegenseitig umbringen, als wäre es was völlig Normales. Es wird aus einem wissenschaftlichen, unbeteiligten Standpunkt aus betrachtet
Und H, dieses Wesen H, ist sich überhaupt gar keiner Schuld bewusst. Also weil für ihn auch gar keine Frage dasteht, ist das Schuld oder nicht Schuld. Die Menschen sind für ihn, ähnlich wie das wahrscheinlich bei menschlichen Wissenschaftlern und ihren Mäusen oder Ratten sind, es gibt überhaupt gar keine Empathie. Es gibt auch überhaupt gar kein Gefühl dafür, dass da gerade Unrecht passiert, weil diese Menschen einfach nur Versuchsobjekte sind. Das ist sehr faszinierend und beeindruckend. Und selbst diese blutigen Szenen wirken durch diese unbeteiligte Darstellung teilweise noch eindrucksvoller. Also es ist schon eine sehr eigene Art von Wirken und von Werk. Es hat gewisse Züge von Science Fiction, aber ich würde trotzdem sagen, es ist ein Horrorroman. Kein klassischer, aber irgendwie schon ein Horrorroman. Was den Thrill da wirklich macht, ist eben diese fürchterlichen, verwerflichen Experimente, die zum Tod von anderen Menschen führen, die aber einfach rein als wissenschaftliches Experiment betrachtet werden. Und auch das zweite Wesen, Z, ich weiß auch nicht, woher jetzt diese Buchstaben herkommen, hat eher Neugier daran. Ihm ist bewusster als H, dass den Menschen das, was ihnen da gerade passiert, nicht gefällt. Er hat auch durchaus Zweifel, ob das der richtige Weg ist, herauszufinden, ob die Erde als Tourismusziel geeignet ist. Aber wirklich dagegen ankommt er auch nicht. Es gibt nichts, was sie irgendwie aufhalten könnte. Weder Zeit, noch Raum, noch Distanzen, Geschwindigkeiten. Tatsächlich noch nicht mal Sprache, eben durch diese andere Art der Kommunikation. Und das ist schon ziemlich interessant, weil dieses Böse eben keine Schranken hat, auch keine Beschränkungen hat. Und eben auch nichts gibt, womit man ihnen irgendwie Herr werden könnte. Also sie sind nicht greifbar. Und es ist völlig klar, dass sie hier einfach machen können, was sie wollen. Niemand weiß von ihnen. Und selbst wenn man von ihnen wüsste, man könnte sie nie irgendwie bezähmen. Und ich lese jetzt mal ein kleines Teilstück, wo vielleicht deutlich wird, wo der Konflikt am Ende dann doch herrscht zwischen den beiden. »Ich ertrage es nicht mehr«, sagte Z. »Ich habe die Objektivität verloren. Du leitest ihre Seelen in wiederaufbereitete Körper zurück. Das ist ein Sakrileg.« H. wandte sich hämisch, insofern jemand von H.s Art hämisch sein konnte, an Z, um zu antworten, musste jedoch feststellen, dass Z verschwunden war. Er hatte sich auf die höhere Ebene verabschiedet. H., er strahlte eine Glyphe ab, die Gleichgültigkeit ausdrückte, das heißt, er zuckte virtuell mit den Achseln, und wandte sich wieder dem Experiment zu. Es lief wirklich ausgezeichnet. Die nächste Stufe würde bald beginnen. Bald würde H. das Experiment auf viele, viele andere menschliche Subjekte ausweiten. Vielleicht auf Millionen. Der Leser ist der Einzige, der in diesem Buch weiß, was da gerade passiert. Alle Menschen, die irgendwie involviert sind, haben überhaupt keine Ahnung und haben auch überhaupt kein Empfinden dafür. Natürlich denkt man da auch nicht dran, weil es ist ja völlig surreal. Ja, das ist John Shirley in der Hölle. Ein faszinierendes Buch aus der Edition Fantasia. Es ist, glaube ich, nicht für jedermann etwas, weil ich mir vorstellen könnte, dass einigen die Philosophie, die Shirley da entwirft, zu abgehoben ist und anderen vielleicht zu wenig passiert. Ich habe es trotzdem gerne gelesen und fand die ganze Idee des Buches spannend. Nicht völlig perfekt, weil manchmal ich mir auch selber überlegt habe, wo wollen die jetzt eigentlich gerade hin? Und jetzt echt ein bisschen abstrus. Aber es fängt einen immer wieder und lässt einen auch bis zum Ende durchhalten. Es ist schon eine ganz eigene Art von Horrorliteratur, die ich in der Art nicht gelesen habe. Ja, das war John Shirley in der Hölle. Ich bin gespannt, ob ihr das kennt, ob ihr sowas schon mal gelesen habt, ob ihr John Shirley kennt. Ich habe noch nie was von diesem Mann gehört. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu, wünsche euch noch einen etwas kühler werdenden Sommer und bis zum nächsten Mal.